Moini und herzlich willkommen zu einer weiteren Geschichte der Fierster Fate-Macher. Ich weiß gar nicht, wer macht dann das Spiel. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es schon ein paar Episoden. Home Alone, Northwood, Hitchhike, Carson House und jetzt gibt's Ironbark. Und also die Geschichten, wer es nicht weiß, die Geschichten basieren darauf, dass Fans oder Zuschauer oder Spieler dieses Spiels ihre eigene Story einschicken können. Steht auch unten, solltest du eine Story haben, die du teilen möchtest, sende diese bitte an fierstefathomstories@gmail.com. Solltet ihr so eine Story haben, könnt ihr sie aufschreiben und den Machern zukommen lassen und sie machen daraus ein Spiel. Es wird sozusagen eine wahre Geschichte verfilmt oder verspielt, ja, kreiert und wir können diese dann spielen. Und ich bin tierisch gespannt. Das ist natürlich alles in so einer, ja, was heißt, halbfertigen Grafik, kann man nicht sagen, aber für mich ist es perfekt, es muss so sein. Ja, nur so können sie auch relativ häufig Spiele rausbringen, denke ich mal. Und so schlecht ist das Ganze auch gar nicht. Es hat auch einen gewissen Flair. So, wir gehen jetzt, warte mal, kann ich hier alles auf Ultra, Gamma-Settings? Nee, Musik können wir nicht leiser machen, aber ich glaube, die ist gleich auch vorbei. Wir gehen mal rein in Ironbark. Neues Spiel, auf geht's. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ironbark Lookout. Es brennt überall. Ich bin so voll mit Rotdorn, weil ich gestern meine Kettensäge meinen Weißdorn bearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Meine Hände sind voll. Das sieht man so nicht wirklich, ne? Alles aufgerissen. Hey, ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, als ich einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears to Fathom Carson House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung war bis jetzt, meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zurzeit hatte. Was ich sehr cool finde. Ja. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleines Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war circa ein, zwei Stunden Fahrt entfernt. Oh, jetzt fängt meine Nase wieder an zu jucken. Immer wenn ich zocke. Was sticht denn hier? Sägespäne noch von gestern. Oh, ich muss lenken. Okay, warte mal. Stimmt, das ist ja sozusagen gleich. Da müssen wir mal anhalten für die Nachrichten. Mitch Scotch. Fangen wir an. Herzlichen Glückwunsch zur Verwechslung. Fühlen Sie sich bereit für den Wechsel? Wollte dir nur Bescheid geben, dass du zum Turm 11 zugeteilt wurdest. Willkommen an Bord. Ich bin übrigens Mitch. Oder mich? Mitch. Aus Ironbark. Vielen Dank, habe ich schon eine Menge von Josh über dich gehört. Freue mich schon, dich persönlich kennenzulernen. Hab gerade meine ID bekommen. Deine Schicht startet am 12. Hört sich gut an, werde da sein. Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte? Ich habe deine Papiere, du musst nur deine ID mitbringen. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts Neues für dich ist. Darf ich dich etwas fragen? Sicher.
Warum hast du dich für diesen, für genau diesen Job entschieden? Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Ich mag einfach den Nervenkitzel. Oder das Fehlen eines solchen, schätze ich. Tut mir leid, ich frage das jeden, der hier anfängt zu arbeiten. Menschen, die sich auf der Suche nach einer Auszeit oder der Entdeckung ihrer selbst anschließen und dann ohne Vorankündigung wieder zu gehen, sind in einem Büro, wo... Okay, Übersetzung. Ich bin Ironhorse, erst letztes Jahr beigetreten, um ehrlich mit dir zu sein, ohne zu wissen, was mich erwartet. Jedoch ist mir das solidarische Leben sehr... Okay, ich bin persönlich. Ich persönlich halte das Stadtleben nicht aus. Ich gehöre hier einfach hin. Und ich bin mir sicher, dass ich mich an Ironbark schnell gewöhnen werde. Gut, ich hoffe, dass es dir besser als der letzten Folge geht. Wo kann ich meine Van parken? Also kommst du am Freitag? Du kannst dein Auto einfach auf, hinten auf dem Schotterplatz parken bei Port D. Alles klar. Von da aus musst du zu Fuß weiter. Nimm den Goldkrieg, du musst gleich mal das Radio ausschalten. Und von da aus noch ein paar Stunden bis zum Turm dauern. Verstanden, danke. Du wirst sehr wahrscheinlich Billy am Tor begegnen. Zeig ihm einfach deine ID. Können wir das schließen irgendwie? Okay, wir können es erstmal runternehmen. Hier haben wir noch was, aber warte mal, ich will erstmal... Können wir das ausschalten irgendwie, das Radio? Oh, können wir, geil. Ah. Nice. Kayla Nelson. Wer ist Kayla? Der neue Regionalleiter ist ein echter Arsch. Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du hätte. In der Natur aufwachen, ohne irgendwelche anderen Personen und einfach dafür bezahlt werden, dem Wind beim Wehen zuzuhören. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Um ehrlich zu sein, bin ich fertig mit diesem Job. Bin mir ziemlich sicher, dass ich nächste Saison auch da sein werde. Hehe. Wie gesagt, du bist hier immer willkommen. Lass mich wissen, wenn du mit Josh reden musst. Es ist definitiv an der Zeit für eine Veränderung. Apropos Veränderung. Jack Nelson. Ironbark Firepark, den nennen. Okay, das ist unser neuer, oder was? Ja. Ironbark? Die schicken mich nach Ironbark nächsten Monat. Der bei Roseburg? Ich habe gehört, die haben größere Kabinen für Mitarbeiter und wenige Camper. Und weniger Camper. Beruf mich an. Bin mit Dad, aber werde dich zurückrufen. Achso, sie ist mit Dad unterwegs und wird zurückrufen. Wie sieht es aus? Noch immer auf dem Weg. Mein Van hat einen Platten. Warum ausgerechnet heute? Ist es nicht etwas spät? Wenn du nicht verhungerst, bis du dort ankommst, ich werde es. Okay. Bist du schon an Roseburg vorbei? Nee, warum? Okay, das war's erstmal. Weiter geht's. So unten steht, liest du selber, ne? Das sind so freie Gedanken. Die muss ich nicht unbedingt vorlesen. Huch, sollte auf vorne gucken. Kyla, drei neue Nachrichten. Dreila ist auch gut. Huch. Aber wir fahren erstmal weiter zu dem Punkt, wo wir sowieso anhalten werden, denke ich mal. Vom Schotterpark. Das wäre natürlich am besten. Haben wir doch schon mal was. Guck mal, was haben wir denn hier? Okay. Roseburg. Ist das hier ein Schotterparkplatz?
Wir dürfen nicht rauchen. Okay, alles klar. You're so bright, make my eyes hurt. I wanna talk, but I really can't stop. Your attitude is so crazy. Geise auf dem Moment, oder? Ernsthaft jetzt. Maybe she's right, I'm guessing. Her eyes are fine, so I can't second guess it. She's psycho, but my hoe, I like that. Some shit, real shit, I'll type that. Honestly, it's so probable for me to jump up to you. It's just to hear your name. I hope you hear my name, cause it's really not fun. Yeah, it's supposed to hold, right? I wish you were here, cause my whole body is cold, real. That's just how it go, I know you miss me. It's getting real, it's all like her. But my whole body work like clockwork, it's all happy. I just come to you and fall back. It's all sad, and your life sad. You shine in the sky, yet I need you. And the stars even shine, yet I feel you. Real dumb, real stupid, that's how life caught up. Machen das einfach so, wie andere. Sounds right. So, können wir raus? Leertaste zum Aufstehen. Okay, zum Aussteigen. Leertaste zum Aufstehen. Achso, zum Aufstehen. Okay, alles klar. Was? Okay. Oh, hier können wir. Okay. Ich wollte unbedingt nochmal hupen, ich weiß nicht warum. Gehen wir mal raus. Zum Restaurant. Das ist ein ganz schöner Brecher, ne? Kyla, ich glaube, da war ein Diner in der Nähe von Roseburg. Die haben die besten Burger der Stadt. Du musst die testen. Ich könnte wirklich eine gute Mahlzeit gebrauchen, bevor ich einchecke. Danke, Kay. Da kam nichts Neues. Okay. Das ist ganz schön laut. Wie geht es Ihnen heute? Gut, wie sieht es bei Ihnen aus? Gar nicht so schlecht. Nehmen Sie Platz und ich werde sofort bei Ihnen sein. Okay, alles klar. Wo sollen wir uns denn hinsetzen? Ah, hier irgendwo. Ich bin Barbara. Möchten Sie nun bestellen? Ja. Na dann, was kann ich Ihnen heute bringen? Ein Cheeseburger mit Pommes? Ein gegrilltes Käse-Sandwich mit Zwiebelring? Oh, ich weiß, was ich mir heute machen werde. Nämlich genau das. Fleischbällchen-Sub mit Chicken Nuggets oder sowas. Ich nehme der Fleischbällchen-Sub. Alles klar. Möchten Sie auch etwas trinken? Aber na sicher. Erdbeer-Slash-Kaffee, große Cola. Perfekt. Noch irgendetwas? Das wäre alles, danke. Super, ich bringe Ihnen das Essen, sobald es fertig ist. Geben Sie mir einfach Bescheid, wenn Ihnen etwas fehlt. Ob es schon irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder so. Jetzt sind wir ja angelangt hier. Oh, er sitzt ein bisschen komisch hier, oder? Sind wir da? Ich musste dringend pinkeln. Dürfen wir aufstehen? Ja, wir dürfen aufstehen. Das ist gut, dann gehen wir mal dringend pinkeln, würde ich sagen. Ja, das ist aber ein schönes Klo. Oh nein! Oh nein! Ich muss zielen! Oh nein! Hilfe! Was, wenn ich jetzt daneben spritze? Okay, komm, wir machen alles mal. Das ist eine braune Suppe. Dürfen wir spülen? Dürfen wir ja.
erstmal Hände waschen natürlich, ne? Volles Programm hier, volles Programm. So, gehen wir wieder raus. Alle noch da? Mein Essen schon bereit? Nee. Darf ich auch hier sitzen? Ja. Darf ich auch, okay. Ich war in der falschen Kabine. Ah, okay. Darf ich zwar, aber hier habe ich bestellt, ne? Ja. So, Schwester, wo bist du denn jetzt? Da kommt mein Food. Oh. Dankeschön, was hast du aber... Was habe ich bestellt? Achso, so ein Fleischbällchen-Hotdog oder was? Drei Soßen, Chicken Wings, nee, Chicken Nuggets und eine große Cola. Geil. Da beißen wir zuerst ab. Consuming. Hallo, das schmeckt echt lecker. Danke. Erstmal einen Schluck trinken. Aber nicht alles auf einmal, Sigi. Hallo, nur die Hälfte. Nur die Hälfte, hallo. Säuft gleich die ganze Cola aus, ey. Bist du hingegangen? Wie war's? Bin noch gerade am Essen. Es ist so lecker. Ich bin auch schon wieder Hunger, ne? Mann, ey. Hab's doch gesagt. Hey, das Essen erinnert mich an etwas. Du solltest mir doch das Rezept für den Auflauf schicken, über den du geredet hast. Ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen. Hat er so geschmeckt? Ja, das war super. Die Rechnung bitte. Wow, ja. Warte mal, ich werde vielleicht die Gelegenheit haben, in die Kunst des Kochens einzutauchen, wenn ich beim Ausgucken bin. Wow, ja. Bin auf dem Weg nach Hause. Schreibt ihr gleich zurück? Okay. Dürfen wir was? Hier ist die Rechnung. Ihre Zahlung ist 6 Dollar. Boah, mega Luxus. Zahle 6 Dollar und gib 15% Trinkgeld. Zahl. Ach komm. Ja, in den Staaten läuft das ja anders als bei uns, ne? Da leben die ja von ihrem Trinkgeld. Ich glaube, da ist die Bezahlung sehr gering, ne? Dürfen wir die Soße nicht mehr weglutschen oder was? Nee, ne? Ey, wieso sind die Tür auf? Hab ich die vergessen zuzumachen? Sorry. Okay, Erz drauf. Lange Fahrt hinter dir, was? Wohin gehst du denn? Norden für eine Lieferung. Und selbst? Ich bin Angestellter beim Ironbark Naturschutzgebiet. Also stimmt es, was diesen Kindern letztens passiert ist. Können wir nicht wissen, was? Oder willst du uns sagen, was? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie diese Eltern sich fühlen. Das ist doch der größte Albtraum. Okay. Okay, das war's. Oh, wollte ich gar nicht. Was hat er zu melden? Moin, Franz Josef! Du siehst ja ein bisschen verloren aus. Ich bin auf der Durchreise. Ich fange meinen neuen Job im nächsten State Park an. Oh, das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass es diese Jobs noch gibt. Was machst du da? Nee, was machst du? Ich arbeite in Finanzen. Ich bin ein finanzieller Analyst für eine große Firma in der Stadt. Das hört sich interessant an. Ja, es ist herausfordernd, aber ich habe Spaß. Es hält mich auf... Ja, das steht fest. Das ist echt beeindruckend. Okay, komm raus hier. Ich kann die Mucke nicht mehr hören. Schnell mal auf den Knopf drücken, die anderen noch ärgern, ne? Und raus hier. Die konnte man noch leider nicht ausschalten. Komm, dann fahren wir mal weiter. Wir sind wohlgenährt, wir sind gestärkt. Dann geht's jetzt weiter.
Stimmt, hier steigt man hinten. Ja, wie ist es denn auf? Ich habe hundertprozentig zugemacht, ne? Das habt ihr gesehen, oder? Ich habe zugemacht. Die Badezimmertür war komischerweise verklemmt. Dann ist da einer drin. Garantiert, weil vorhin haben wir da auch reingeguckt. Wir haben die Tür geschlossen. Da ist einer drin. Können wir nicht von außen irgendwie durchs Fenster gucken oder sowas? An der Seite gibt es da ein Fenster im Bad. Hier, ja, aber... kann nichts erkennen, ne? Kann nichts erkennen. Was haben wir da für eine gelbe Anzeige? Okay, na gut, wir fahren mal weiter. Ab zu unserem Job, würde ich sagen. Ne? Ich hätte es ruhiger angehen lassen sollen. Okay, ist nichts passiert. Ist ja nichts passiert. Hat irgendwas gesagt, ich soll auf dem Schotterparkplatz davor parken, ne? Das sieht mir ganz danach aus hier. Dann werden wir das auch mal tun. Okay. Das ist mir nicht geheuer. Ich kann ja jetzt nicht einfach weggehen und den da drinnen lassen. Okay. Das Einzige, was wir echt nehmen können, ist die Tasche. Ne? Ich nehme die einfach mal mit. Die Batterie lassen wir so leer lutschen, oder was? Ich werde die Tasche so lange wie möglich mitschleppen. Da oben scheint jemand zu sein, da auch. Gehen erstmal hier gucken, obwohl... das ist eine Leiter, ne? Okay. Hey, dürfen wir nicht hin. Okay, 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 okay. Dürfen wir denn hier hin? Hallo, guten Tag. Ach du Heilige, sagt er, du hast mich erschrocken. Ich dachte, du wärst einer von denen. Du hast mich erschrocken, sagt er. Digga, du hast mich erschrocken, aber as fuck. Von denen? Von wenen? Einer von wen? Möge Gott Gnade haben. Gut genannt. Ja, antworten wir doch mal. Wie auch immer. Kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Hey, hallo. Von wem denn? Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Mir wurde gesagt, hier zu melden. Stimmt das? Ich wusste nicht, dass wir Leute dieser Saison einstellen. Warte, lass mich das überprüfen. Digga, du bodenloser Typ, Alter, echt. Okay, Kumpel, du kannst gehen. Du bist Feuerturm 11. eingestellt. Ich entschuldige mich für dieses Missverständnis. Ich dachte, dass der Turm für diese Saison unbesetzt wäre.
Aber hier sind deine Schlüssel. Schlüssel nehmen. Nein, siehst du, jetzt kann ich die Tasche nicht mehr nehmen, oder? Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Oh, komm her. Nee, das bleibt schön offen. Hast du davon? Ah, öffnet nur das eine, okay. Für den langen Weg zum Turm. Du sei vorsichtig, nimm das. Du sei vorsichtig, du nehmen das. Willkommen in Ironbark. Nur für unsere Gründe. Wenn du bei deinem Turm bist, mache bitte einen Wetterbericht von deinem System aus, sodass wir wissen, dass du sicher angekommen bist. Wenn es der Fall sein sollte, kannst du dich am Turm 12 während deiner Arbeit wenden. Ganz netter Typ. Er wird der nächste Kontakt im Falle eines Notfalls sein. Okay. Hey. Nur ein Ratschlag. Geh nicht weiter als eine halbe Meile oder so in den Norden von deinem Turm. Wilde Katzen und Bären. Böses Geschäft. Verstanden. Okay, hey, wir können die Tasche mitnehmen. Das ist geil. Ich dachte, er wollte mich bloß erschrecken. Oder was stand da? Schade, nicht zu spät gesehen. Food Trail. No bikes, only horses. Stay on the trail. Digga, hier ist doch schon was. Geh mal weiter, schnell, komm. Ah, ich denke mal, wir müssen gar nicht durchlaufen. Uhr 32. Tower 11. Ja, stimmt, diese Tower, die gibt es ja in Amerika sehr viel, ne? In Wäldern. Da kannst du beobachten, ob irgendwo ein Feuer ausbricht, ne? Ob es irgendwo raucht. Irgendwie gefällt mir die Mucke schon mal gar nicht, ey. Steht da 19. Können wir nichts machen hier, okay. Radio Tower oder so, ne? Tower 11. 170 Fuß. Trail 3,2. Okay, alles klar. In einem Feuerturm zu leben ist kein glamouröser Job. Man ist allein hier draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Also mich würde es nicht stören, um ehrlich zu sein. Oh, cool. Ist das unser Klo? Tatsache. Nice. Oh, erstmal angeworfen, das ist gut. Ah, okay. Oh, guck mal, da hinten ist noch einer. Da brennt Licht. Gib mir mal ein Signal. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist es dein Job, nach Feuern oder ungewöhnlichen Ausschau zu halten. Lichtschalter. Yes. Ich würde sagen, wir sind angekommen und unsere Tasche haben wir mitgeschleppt. Erfolgreich. Geil. Die schmeißen wir mal da, ruf erstmal. Komm. Nein. Nein. Da sollst du hin. Also ist, ach, das gefällt mir irgendwie auch nicht. Komm, du kommst darauf. So ist gut. Ah, Feuer müssen wir bestimmt machen. Okay. Microwave. Oh, das sieht auch gut aus. C zum Ducken. Ich würde sagen, das sieht ganz nice aus. Mozzarella. Oh nein. Oh, den da jetzt wieder reinzukriegen. Digga. Komm, schnell zumachen. Scheiße. Mann! Jetzt müssen wir ihn essen. Bin noch geduckt. Naja. Pass auf, bisschen weiter weg.
Yes! Okay, dann lassen wir ihn mal hier liegen, komm. Den können wir ja noch essen, aber irgendwie müssen wir gerade erstmal nichts essen. Da können wir nichts tun, da ein Fernglas, okay. Okay, damit können wir zoomen. Ah, das ist hier. Ist das nicht so ein. Ah ja, so ein Windmessgerät, genau. Compass. Lights out after 12 p.m. Supply drops. Okay, alles klar. Werden wir feststellen. Werden wir sehen. Stand auf einem Holztisch. Sie war mein Hauptmittel zur Kommunikation. Starting Rainbow 98. Oh, wie geil. User Tower 11. Passwort. Check the Ironbark Rules Flyer. Okay. Der müsste denn hier irgendwo sein, ne? Nee, das ist kein Flyer. Wo haben wir hier einen Flyer? Support Call John. Send photos to Mitch. Call John. Vielleicht ist das ja unser Name. Warte mal, System Password ist Ironbark und die Tower Number. Okay, alles klar. Wir haben Ironbark. Oh, jetzt habe ich mich vertippt. Ironbark 11. Müsste aber richtig sein. Klein geschrieben, okay. Hallihallo, ich bin Smiley, Ihr geschätzter virtueller Assistent. Hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer herauszuholen. Überraschung, Sie haben mich gefunden. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Klicke die Klick. Hier habe ich einen zufälligen Fakt für Sie. Die Antarktis ist der weltweit windigste Kontinent. In einigen Küstengebieten herrschen Windgeschwindigkeiten von bis zu 300 km pro Stunde. Klicke die Klick. Die Antarktis, bla bla. Okay, das bleibt gleich. So, warte, wir müssen nochmal gucken, was hier genau unser Ablauf ist erstmal. Supply Drops, Sunday. Okay, am Sonntag kommen Lieferungen. Absolut keine Gäste in dem Lookout. System Password Refuel the Generator routinely, also rechtzeitig auffüllen unten den Generator. Da habe ich schon Dings gesehen, ne? Fuel. No video games in the system. Digga, Kündigung ist raus. Remember to call your sister station before you sleep. Okay. Und wir gehen mal gucken, wie viele Knoten wir haben. Müsste eigentlich funktionieren von draußen, oder? Tatsache, guck mal. Geil. Bleibt überall gleich, ne? 17 Knoten haben wir, okay. Achso, linke Maustaste. Okay, wir haben 17 Knoten. Service Reporting hier. Temperatur in Fahrenheit. Herzlich willkommen bei der hochmodernen. New guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? I'm Connor, Fire Tower 12. I saw your light turn on. You're never alone in these woods. I've had to cover your area until you arrived. Okay. Towering Paradise of ours. In unserem Turmparadies. Suchen nur nach einer Abwechslung.
Mein erfahrener Kamerad, ich verstehe, warum Hitch dich ausgesucht hat. Ich bin echt müde. Got a fire going? Get her lit. The temperature is about to plummet. You don't want to sit through the storm shivering. Das stimmt. Okay. Dann werden wir uns mal ein bisschen Feuer holen. Feuerholz. Ich denke mal, da müssen wir nochmal runter, ne? Weil hier oben hatten wir keins liegen. Jo! Oh! Okay, die können wir alle hoch und runter klammern. Dann lassen wir es erstmal so. Dürfen nicht runter? Warum dürfen wir nicht runter? Warum? Ist gesperrt, okay. Warum ist das gesperrt? Okay. Was hat er gesagt? Was sollen wir? Wir sollen Feuer machen, ne? Da haben wir doch irgendwas rumfliegen. Linke Maus zum Benutzen. Okay. Das wäre jetzt der Hit, ey. Okay, das wäre. Das wäre unser Ende. Hier gab es kein Brennholz. Ja, das ist mir bewusst, aber hier ist kein Holz. Ich muss runter. Vielleicht muss ich auf diesen Dialog warten. Connor war am Funkgerät. Oh, Connor! Nein. Okay, dann müssen wir jetzt runter. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich erst wieder runter. Jo, jetzt dürfen wir. Wieso ist da jetzt Licht an? Oder war es wohl auch schon? Keine Ahnung. Da haben wir Feuerholz. Wollen wir mal ein bisschen was mitnehmen hier. Jo, jetzt haben wir hier auch nochmal Streichhölzer. Nochmal eine Taschenlampe und den ganzen Scheiß auch. Und oh, ein Bärabwehrspray hier. Geil. Left Mouse Button, um die Schaufel zu platzieren. Also um den Haufen Feuerholz meint er wahrscheinlich. Okay. Oh Gott, oh Gott. So, das müsste reichen. Oh Gott. Oh Gott. Das wäre unser absolutes Ende, sag ich dir. Jetzt zündet's, alter Schwede. Also Benzin kann das nicht sein. Ich sehe den da. Was juckt da meine Nase? Oh. Mein Bericht, der kommt noch hier. Can you report for the night yet? Better get to it then. Here at Ironbark, you are required to report every night before signing off. Alles zu berichten. You don't want to disappoint Mitch on your first night. Okay, wir wollen Mitch natürlich nicht enttäuschen, das ist klar. Ja. Ich habe gesehen, wir brauchen noch Temperatur, ne? Ach hier, guck mal. Wir haben 44,2 und 17 Knoten. 44,2 17 Knots. Wie war das Wetter, Claudi? Nö, es war eigentlich war es relativ klar, ne? Number of hikers assisted
gar keinen, ne? Wir haben keinen Wanderer gesehen. Reported by... Wie hieß man nochmal? Jack Nelson. You copy, new guy? I think I'm gonna sign off for the day. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Don't let the bedbugs bite. Von den Bettläusen beißen. Gute Nacht, Connor. Bis morgen. Gute Nacht. Over and out. Ist cool, dass man die Wahl hat, ne? Immer zu sagen, ja, ich höre oder Tower 11 hört. Bin ich ganz geil. So, was haben wir hier noch? Report summited. Okay, alles klar. Dann werden wir auch mal schlafen, würde ich sagen. Ironbark Trail Map. Okay. Egal, ob Sie eine Wanderung planen, anderen dabei helfen oder einfach nur die Schönheit des Parks komfortabel über das Display erkunden wollen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Okay. Okay, Tower 11. Wo ist der 12.? Ja, ist Tower 12. Okay. In östliche Richtung. Okay. Sagen, ne, gehen wir auch mal schlafen. Oh, das gefällt mir. So könnte ich niemals schlafen gehen hier. Nützt nix. Es nützt nichts. Uhr 3:26 nachts. Was ist da los? Pinkeln, habe ich gesagt, ne? Das kenne ich nachts um 3 Uhr. Nimm mal das Bärenspray mit. Und meine Taschenlampe. Wo ist sie? Wo habe ich die hin gefeuert? Oh nein, wo habe ich die denn? Habe ich die irgendwo? Oh, die habe ich, glaube ich, unten vergessen, oder? Habe ich die da aus Versehen hingeschmissen? Scheiße. Warte mal, wo ist meine Taschenlampe? Als ich erst außerhalb der Hütte war, bekam ich ein seltsames Gefühl. Hier draußen völlig allein zu sein, war ein wenig beunruhigend. Er muss doch pinkeln, hat er gesagt, oder? Ah, Left Mouse Button zum Pinkeln. Hier am Rand dürfen wir das machen. Okay, ich muss das einmal loswerden. Left Mouse Button zum Pinkeln. Macht er aber nicht. Pinkeln bitte! Ah. Wer kennt's nicht, hä? Leertaste zum Zurück. So, jetzt hat er aber gut was abgelassen. Oh, wer ist das? Warte mal, ich will mal schnell das Fernglas holen. Wenn er noch da ist. Da, ja. Geht weg. An. Okay, weiter kommen wir nicht ran. Da stand einer. Da ist sonst keiner mehr. Direkt beim Schild, wo wir vorhin hier den Weg hochgelaufen sind. Ja, das geht ja super los, ey. Schlafen wir mal weiter, würde ich sagen.
Das ist so mein Plan. Nacht 2. Ah, herrlich. Moin, Connor. Kannst du mich sehen? Trinkst du auch gerade Kaffee, mein Schatz? Kein Rauch zu sehen irgendwo, ne? Foto machen. Okay. Mal sehen. Warum machen wir Menschen eigentlich immer das am Ende? Weiß das jemand? So, jetzt müsste aber alle sein. Leertaste zum Aussteigen. Zack! New guy, you copy? This is Connor from Tower 12. Missing Localization for Line 6AFFL and String Table, okay. Was? Mach mal erstmal aus, die Kiste hier. Meine Hände waren voll. Achso, schmeiß mal weg die Tasse da. Da hinten. Der Rauch war weiß. Deine Bestätigung. Siehst du den Rauch im Norden? Ja. Ich gehe nach Norden, ich melde mich. Das ist natürlich viel näher an ihm dran, eigentlich, ne? Dein Bärenspray mit Zahn. Dann machen wir uns mal auf Weg dahin, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Da ist die Taschenlampe. Hey, das sah gar nicht aus wie die Taschenlampe. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wo ist das Bärenspray jetzt gelandet? Wo habe ich das hingeworfen? Hier. Auf geht's. Da hinten hin. Das heißt, wir kommen ja hier wieder runter. Ja, wir müssen automatisch diesen Pfad entlang gehen. Da drin? Ja. Und zumachen. Okay, auf geht's. Tschüss. Lazy Trail, ja. Da ist unendlich viel drin, das ist mega. Ich folgte dem Pfad, der mich zu dem Rauch führte. Das ist gruselig. I love Jen. She gives the best head. Ich
höre hier was. Oh, jetzt kommen die Nachrichten rein. Am Tower haben wir anscheinend keinen Empfang. Das ist ja super. Moment, die behalten wir mal. Ist hier irgendwo ein Eimer oder was? Da, können wir den nehmen? Tatsache. Falsche Taste. Meisse. Da entsteht einer. Der ist hier hinten rein, hier kommen wir nicht hin. Ne? Schon wieder was gehört neben mir, ey. Ja, dürfen wir hier lang? Ne, dürfen wir nicht. Schade. Okay, komm, gehen wir erstmal zurück nach Hause. Wir haben das Feuer gelöscht. Und das war's. Arbeit erledigt, schnell wieder in die sichere Butze. Wenn sie denn sicher ist. Ne, können wir auch nichts weiter machen. Warte, muss ich das irgendwie ablegen hier? Ne. Darf nichts tun. Ein Raketewerk, cool. Okay, sind ja auch nicht unsere Sachen, ne? Auf geht's. Das spannt. Alter, hier raschelt doch was. Das spannt voll an. Bärenspray können wir wahrscheinlich auch gegen Menschen anwenden. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passieren hätte können. Ja, ich drücke Any Key. Okay, jetzt. Das liegt hier noch minutenlang in der Luft. Und mir keiner hinterherkommt. Noch nicht mal Connor. Selbst dem vertraue ich gerade irgendwie nicht. Hier ist noch an. Sehr gut. Jetzt wurde ich ja von meinem Tower weggelockt. Wer weiß, was hier. Was ich jetzt eingenistet habe. Ähnlich wie in meinem Wohnmobil, ne? So, machen wir ein Feuer ist aus. Das ist schlecht. Wir müssen also direkt nochmal runter Feuerholz holen. Oh Mann ey! Warte. Sonst habe ich keine freien Hände. Hier pfeift einer. Das ist genau der gleiche Pfiff wie vorhin. Scheiße, da ist er. Das sind Schritte. Alter, wo ist er denn? Finde ich hinten hin. Scheiße. Wisst ihr, was ich noch machen will? Den Generator einmal auffüllen, wenn ich einmal unten bin, denn hier steht ja auch Gasoline.
schön rechtzeitig, stand da ja, ne? Okay, rechtzeitig geht das nicht. Dann lassen wir den aber hier stehen. Schnell wieder hoch, ey. Lass uns keine Angst machen, Freunde. Wir bringen uns nämlich sowieso hier lieber selber um, wie es aussieht. Okay. Das gefällt mir nicht. Ja! Treffer! Musste Connor von dem Campingplatz berichten. Okay. So, okay, was meinst du? Über wen redest du? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. This is the third time this month alone. Anything else you notice in those woods? Nichts wirklich. Schrei erwähnen, ja. A scream. Must have been one of those red foxes. They sound pretty much like a screaming lady at night. Es war ein männlicher Schrei, ja. I don't know what you're talking about, new guy. But I heard from the Rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. About a month ago, they were hiking with their families. They went off the trail and just vanished. No trace of them since. Irgendwie vertraue ich ihm nicht. Was hat das mit Campern zu tun? Was ist mit den Kindern passiert? We don't know. Their parents said some whistle led them off the trail. It's unbelievable. Ein Pfeifen. Na super, das was wir gerade gehört haben. People started spreading rumors that the area might be haunted by some entities. It's crazy, I know. You would think these rumors would scare people off, but apparently it's been the opposite. Sometimes also wenigstens weißt du jetzt, warum Mitch in Turm 11 so dringend arbeiten musste. Das ist beunruhigend. Ich stehe gerne zur Verfügung. Hey, guy. I hope you don't believe those rumors. Do you? Auf keinen Fall würde ich nicht sagen. Right. Nein. Anyways, thanks for staying vigilant. I gotta contact the authorities so they can take care of this commotion first thing in the morning. If they find them, I'll personally make sure they never set foot in this forest again. Over and out. Sei du in Sicherheit, Neuer. Over and aus. Over and aus. Over and out. So, wir müssen vorher hier noch Berichte machen, würde ich sagen, oder? Was haben wir heute? 19 Knoten. Wetter? Ah, Keile auch noch. Es ist, ja, klar, bewölkt. Ich würde eher sagen, es ist cloudy. Oder? Ja, ne? Temperatur 19 Knoten, 47,7. Thunderstorm, Duststorm. Okay, alles klar. Ich sagen, es ist bewölkt. Na, ich würde schon sagen, wir haben einen gesehen, ne? Der da unten stand. Man könnte ihn als Wanderer bezeichnen oder nicht, aber naja. Jack Nelson. Okay. Warte mal, was gab's hier noch? No. Dürfen wir nicht, okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich pennen gehen dürfen, ne? Haben alles erledigt.
Ich hatte zu viel Hunger, um ohne Abendessen ins Bett zu gehen. Okay, dann holen wir jetzt hier mal den lecker Mozzarella rein. Eigentlich, komm, wir hauen uns einfach alles rein, was da ist. Mit Tüte direkt rein, dann komm. Wie machen wir das Ding jetzt auf hier? Geht zum Werfen, also mehr geht hier nicht. Erstmal anmachen hier. Komm, einfach rein, das Ding. Ne, so wird das nicht funktionieren. Cola. Dürfen wir die auch nicht? Trinken wir das? Ne, wir kriegen nichts angezeigt. Was haben wir noch zu essen hier? Fisch, 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 Konserven, 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 Konserven. Wo gibt es denn hier Futter? Hör mal. Da gibt es hier irgendwas, Fertiges. Baked Beans hätten wir. Jetzt haben wir Hackfleisch. Da liegt's gut. So. Warte mal, haben wir da irgendwas drin? Nee, okay, das ist hinten. Na, komm rein da. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Den Topf selber können wir auch nicht anklicken. Nee. Zu diesem Zeitpunkt war ich am Verhungern. Digi, das ist gut und schön. Pfanne, Pfanne, Pfanne. Sollen wir das tatsächlich einfach irgendwie in die Mikrowelle werfen oder was? Also das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Guck mal, ich krieg da aber einen Punkt, ne? Das muss ja irgendwie in die... Ich war mir nicht sicher als in. Okay, ob die da reinkommen. Ich denke mal, wir müssen das irgendwie hier reinfüllen. Okay, das will er auch nicht. Nehmen wir mal hier den Hackfleisch. Digga, er will einfach gar nichts. Das klingt gut. Aber Sigi, da muss jetzt noch ordentlich Käse drüber, ne? Oder ein bisschen Thunfisch und so. Ich musste die Liste der Zutaten noch einmal durchgehen. Was für eine Liste der Zutaten, Mann. Gibt hier keine Liste der Zutaten. Cola drüber. Das sieht gut aus. Ich hatte das Gefühl, dass noch eher Käse fehlt hier oder so. Streukäse. Nochmal oben drüber. Erbsen. Weißt du was? Wir probieren jetzt einfach alles durch hier. Das will er auch nicht mit dazu haben. Hatten wir hier noch irgendwas hingeworfen? Gebackene Bohnen. Huch. Ne. Da muss hier noch irgendwas drin sein. Was wir brauchen. Was ist das hier? Ah, Mozzarella. Das sieht gut aus. Dass noch irgendetwas fehlte. Gewürze. Kräuter. Oregano. Was kommt da jetzt noch oben drüber? Ja, eigentlich nur Gewürze vielleicht noch, ne? Hier ne, trotzdem nochmal alles durch. Wer weiß, was er sich für ein Rezept vorstellt hier. Nix. Milch will er auch nicht. Okay, was haben wir hier noch? Was ist das? Ist das Lachs oder was? Nee, das ist einfach Steak, glaube ich, ne? Ja, alles da hinwerfen. Crispy Potatoes.
gleich haben wir es. Irgendwas muss es ja sein. Nochmal Tomatensauce oben rauf, oder? Was ist das? Salami? Ah, nee, das sind geschnittene Tomaten. Die kann sowas machen. Oh. Oh, hör mal! Genau, Sardinen nach oben rauf. Tja, die Cola wird es auf jeden Fall nicht sein. So viel steht fest. Alles durchprobieren hier. Milch. Wird es auch nicht sein. So, da müssen wir nochmal hier gucken. Was haben wir hier noch liegen? Gar nichts. Streichhölzer vielleicht. Ah ja. Baked Beans, die haben wir schon probiert, ne? Also irgendwas. Pepperoni. Endlich! Der neue Kühlschrank von EA! Muss auf meinen Ofen aufpassen, mein Junge. Just reported their ass to the authorities. Hope they can track them down and give them peace of mind. Tell you what, I think I'm gonna hit the sack now. Der steckt an. I know it's been a tough day, but you're doing an excellent job up there. Danke, Connor. Danke, Connor. Over 12, signing off. Over and out. Mhm. Gute Nacht, Connor. So, zack. Mal hinschmeißen da. So mache ich das auch immer mit meiner fertigen Lasagne. Ich aß gerne im Bett. Das mache ich auch sehr gerne. Das macht echt Hunger, ne? Jäger. Ich war schon voll. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch ziemlich viel. Muss man auch gleich erstmal Essen machen. Das ist so oder so Zeit mal zu mampfen jetzt. So, der Rest kommt rein in den Fridge oder was? Ja. Sehr gut. Ich habe die Bretter immer geschlossen, bevor ich ins Bett gehe. Okay. Huch, da kommen wir so nicht hin. Logitsch. Okay, hier gibt es keine. Okay, hier gibt es keine. Nee. Kann es ja trotzdem jemand beobachten. Okay, es muss wahrscheinlich so sein, weil wir immer was sehen müssen, ne? Bretter immer geschlossen, ne? Hier noch welche. Ach, die ganz hinten. Wieso habe ich denn die nicht zugemacht? War ich nicht ganz hinten? Eigentlich schon, gell? Sachen. Okay. Die hier bleiben trotzdem offen. So, gut's Nächtle. Gut's Nächtle. 2.27 Uhr AM. Schritte bei uns. Muss meine Taschenlampe. Okay.
irgendwie unter dem Bett verstecken oder was? Ja, es geht. Kommt jetzt rein oder nicht? Meine Taschenlampe. Wow. Heft zum Verwenden. Was ist das? Ohne kontaktieren. Okay, keiner da. Wir haben gewonnen. Was ist denn Scheiß hier? Hat er das mal eben angenagelt oder was? Connock, hörst du mich? Do you have any idea what time it is? Ja, gestern war es auch spät, du Nuss, ey, da hast du mich losgeschickt. Das ist Kinder, die rumballern. Rumalbern. These kids can be pretty creative with these pranks. You watch too many horror movies. Maybe they thought it would be funny. Es fühlt sich wie ein richtiges Ritual an. Das ist ernst. Verstehst du das nicht? Wir sind in der Mitte von nirgendwo. Alright, here's what we'll do. I'll send someone to check in on you tomorrow. Morgen schicke ich jemanden nach der Sieg. Just lock your door, take a deep breath, and try to get some rest. We can't do much in the dark. It'll be morning before you know. Natürlich, Mann, du willst nur schlafen. Try to get some sleep, Jack. Over and out. Versuche etwas Schlaf zu bekommen, Jack. Over and out. Verlassen. Verlassen. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Verlassen. Gute Nacht, Connor. Einfach verlassen, ohne was zu sagen. Was Connor sagte, ergab keinen Sinn. Genau, es ergibt einfach keinen Sinn aus einer Bannwelt. Und wir schlafen erstmal. Jede Nacht ist auf jeden Fall irgendwas, ne? Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob letzte Nacht real oder nur ein Traum war. Connors versuchte Gründe zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkler anfühlte. Dort draußen im Wald ist etwas komisch. 8.34 Uhr. Im Abend. Okay, können wir mal sauber machen. Oh. Letzte Mal verschärft, was mich dazu brachte, in Zukunft besonders wachsam zu sein. Da ist irgendwas hinten. Okay, auf jeden Fall ein Notsignal. Auf jeden Fall ein Notsignal. Was? Knock, knock, knock. Was war hier gerade?
anyone there? Okay. I need help. Please, someone answer. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Ich habe einen kurzen Cut da drin gehabt. Da drin gehabt. Einen kurzen Cut. Ich musste mal was essen. Ich habe so einen Hunger gehabt. Jetzt machen wir mal weiter hier. Meine Cam ist abgeschmiert. Ich weiß nicht warum. Ich krieg sie auch gerade nicht wieder hier. Das ist irgendein Treiberding. Hat Windows gemacht und dann war sie weg. Muss ich nach der Aufnahme mal gucken. Ne? Ich war ja lange genug zu sehen. Also gucken wir mal, was der Bergsteiger hier zu melden hat. Hello? Can anyone hear me? Oh, Moment. Ich muss nochmal den Ton umstellen hier. So, hier ist Jack, Turm 11. Ich höre sie laut und deutlich. Oh, thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Okay, was ist hier los? Atmen Sie einmal tief durch. Okay. I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. And now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. Wie lautet Ihre derzeitige Position? Können Sie mir Ihre Kleidung beschreiben? Welche Ausrüstung haben Sie bei sich? I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun, and some of my camping equipment. I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. I thought shooting a few flare gunshots might get someone's attention, but no one's come yet. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Orientierungspunkte, welche Richtung schauen Sie gerade? Können Sie mir Ihre Umgebung beschreiben? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Ich laufe gerade in Richtung Westen. Weil ich mich noch erinnern kann, dass ich nach Osten gewandert bin. Okay. Als ich ankam. I remember passing a small stream earlier. Oh, thank goodness. I see it. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Oh. Nehmen Sie den rechten Pfad, nehmen Sie den linken Pfad, Ausgang. Lassen Sie mich die Karte scannen. Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Okay, er läuft Richtung... Was? Hier ist die Karte des Iron River. Okay, das hatten wir schon. Er läuft nach Westen, weil er von Osten gekommen ist. Er war an einem... Hello? Digga. Are you both of these? I'm just so anxious about making a mistake and going further away from the road. Ich guck doch gerade. Also, er kam von Westen... Nee, er geht jetzt nach Westen, weil er von Osten gekommen ist. Er war an einem... Part, an einem Bach. Und jetzt ist er an der Straße rausgekommen. Das kann denn ja nur hier sein, ne? Lazy Trail. Old Radio Tower. Aber wo möchte er hin? Er möchte zu einem Parkplatz. Da wo er geparkt hat, oder? Hat er gesagt. Logan Pass Trailhead. Split Rock hier. Campen, Toiletten, Rasten. Parkplatz hier. Beerhead Point. Logan Pass Trailhead. Hier ist eine richtige Straße. Das heißt, er sollte links lang gehen. Er war an einem. Warte mal, hier ist ein Lake. Hier ist ein Lake. Ist er vorhin hier vorbeigekommen? Warte mal, können wir nochmal mit ihm schnacken? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Ich bin jetzt an einer Wegkreuzung, aber weiß nicht, ob ich den rechten oder linken Weg nehmen soll, zum Ausgangspunkt zu kommen. An einer Wegkreuzung. Das kann nur hier sein, die Wegkreuzung. Guck mal. Hier. Zu
Arches. Er soll nach links gehen. I'm at a trail intersection now, but I knew it. I thought I looked familiar. I couldn't have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Gern geschehen. Eine dunkle Entscheidung zu treffen kann schwierig sein. Okay, ich hoffe, Sie erreichen nun sicher den Ausgangspunkt. Okay. I'm right here. I hear you. Ich höre dich. I hear your whistles. Pfiffe? Oh nein. What? I see you behind the trees to my right. Scheiße. Lauf, lauf. You're freaking me out. Was? Was klopft hier? Nein. Oh Mann, ey. Oh. Ach du meine Güte, warum hast du da drin so lange gebraucht? Ja, weil ich dachte, du bist hier, ne, irgendjemand. Sollte nach dir sehen und klopfe schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Ich mache nur den Bericht fertig. Möge Gott barmherzig sein. Wie dem auch sei, hier habe ich deine Ausrüstung vom Turm. Nur das Nötigste. Hier, bitteschön. Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, wenn ich das Zeug nur länger halte. Nehme Ausrüstung. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Oben im Norden, warum warst du dort? Ich würde mich da draußen nicht herumtreiben, Kumpel. Ich musste ein Lagerfeuer wegen des Rauchs untersuchen. Oh Gott, sei mir gnädig. Ja, sein Gott. Unangenehme Angelegenheit da oben, Kumpel. Luchse und Bären. Sei vorsichtig da draußen, Kumpel. Diese Wälder sind nicht normal und dort gibt es Dinge, die sich gerne ein Stück von dir holen würden. Ganz zu schweigen davon, dass du ziemlich weit weg wärst, wenn dir etwas zustoßen würde. Ich habe genug Dinge, um mich hier zu beschäftigen. Dass du etwas nervös bist. Alles in Ordnung? Ich gewöhne mich noch an die neue Umgebung. Erwähne den Schädel. Missing Localization for Lang... Oh, die deutsche Übersetzung hier, die fehlt, oder was? Okay, dann ist das jetzt so. Hast du ein Foto davon gemacht, bevor du ihn gereinigt hast? Nein, ich habe nicht darüber nachgedacht. Sowieso nichts tun. Wie dem auch sei, es wird langsam spät, ich sollte jetzt besser gehen. Halt einfach die Augen offen. Danke für die Ausrüstung. Da nicht mehr ran. Okay. Was ist denn der Plan jetzt? Wir machen erstmal die... ich kann nichts mehr nehmen. Okay, ich kann nichts mehr nehmen gerade. Machen wir erstmal ein Feuerchen, es wird schon spät, hat er ja selber gesagt. Oh, ich war zu hungrig. Oh nein, wir müssen wieder Essen machen hier. Okay, gucken wir mal. Achso, nee, wir haben doch noch was. Ha! Dum-di-dum-di-dum, wieder aufs Bett und essen. Das Essen war... Digga! Kaltes Essen schmeckt doch lecker! Also, finde ich.
Ich habe eine Vorliebe für kaltes Essen. Kalte Pizza geht auch mal durch. Was? War ich das aus Versehen gerade? Da liegen noch die guten Kippen rum. Okay, packen wir das mal weg. Zack. So, jetzt müssen wir aber Holz holen gehen, oder? Ich muss für diesen Abend noch einen Bericht abschicken, bevor ich mich bald fertig mache. Okay, können wir die Sachen dann wieder nehmen? Oh oh. Kann die Sachen nicht nehmen. Das ist das Problem. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit der Bude. Die Streichhölzer. So. Die können wir auch nicht. Oh nein, nee. Nee, ernsthaft, wir müssen mal gucken. Service Reporting. Console for Command Information. CHK-UPD. Ah, okay. CHK-VER. Okay. Update. Ach so, ist aktuelle Version. Okay, jetzt check ich. So, es ist etwas Problem. Ich kann die Sachen nicht nehmen. Scheiße. Kompass darf ich nehmen. Oh, weil die Streichhölzer, die gehen leider auch nicht. Die konnten wir auch immer nehmen. Hier kann ich auch nicht. Oh nein, es ist verbuggt. Ist verbuggt, oder? Noch einen Bericht abschicken, bevor ich mich bettfertig mache. Ich kann den Bericht nicht abschicken, wenn. Na, guck mal hier. Ich kann auch die Rollläden nicht bedienen. Kann nichts machen hier. Nein. Die kann ich schließen. Jetzt geht's. Okay, mal gucken, ob ich jetzt hier ein Stück weiter gekommen bin. Oh Mann, ey. Tja, das ist scheiße. Muss ich nochmal irgendwie ans Funkgerät oder was? Da geht nichts. Das stimmt natürlich nicht. Wir brauchen die richtigen Werte. Später, später, später. Das Spray kann ich auch nicht nehmen. Bericht erstatten. Ich muss das Spiel nochmal neu starten. Das Problem ist... Achso, okay, da hat er die Bilder geschickt. Das Problem ist, mit Escape, man kann das Spiel nicht einfach mal neu starten. Du kommst hier einfach nur in die SMS. Muss es einmal über den Tab schließen und dann muss ich es mal neu starten. Wir probieren nur unser Bestes. Bis gleich, Leute. Wenn es nicht klappt, dann ja, wird es das gewesen sein.
Oh Mann, ich hoffe. Bis gleich. So, meine Besten, Paket haben wir wieder gekriegt. Ja, guck mal, jetzt liegen sie auch anders hier. Das ist geil. Das ist geil. Okay, wir haben... Oh, der Wind wird wesentlich mehr von Nacht zu Nacht. Wir haben 26 Knoten heute. 26 Knoten und... Kann ich es jetzt wieder nehmen? Ja, okay. Jetzt muss ich richtig aufgehangen haben. 55,8. Das weiß ich gerade nicht. Number of Hikers. Einen hatten wir. Nick oder Jack? Ne, Jack, ne? Jack Nelson. Ah, Windy. Okay. Okay. Müssten wir das geschafft haben. So, jetzt müssen wir uns auf jeden Fall Holz holen. Wenn wir jetzt dürfen. Ich war zu hungrig, da war doch was. Stimmt, ich habe noch nicht gegessen, nachdem ich wieder geladen habe. Aber das dürfte jetzt fix gehen. Da, zacken, zacken, Lasagne. Holen wir uns die leckere Lasagne raus. La 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 Lasagne raus. Da hoch. Dun, 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 dun. Können wir gleich mampfen? Der Paketbote war schon da. Zacki zacki. Essi essi. Lecker. Guck mal, vorhin, als ich den ersten Teil der Lasagne gegessen habe, habe ich einen wahnsinnigen Hunger bei der Aufnahme gekriegt. Deswegen musste ich jetzt auch erstmal essen. Hat mir schön leckere, dicke, fette, saftige Frikadelle gemacht mit Kartoffelknödel und Soße. Falls es jemand interessiert. Ja. War sehr, 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 sehr lecker und gut fürs Gemüt. Aber das solltet ihr erkennen. Zack, bitteschön. Jetzt dürfte ich aber dürfen. Jetzt dürfte ich dürfen. Yes. La 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 la. Alles gut. Warte mal, konnte ich hier? Ah, da zeigt er mir aber einen Punkt an. Okay, überall. Und waren ja auch Pfiffe, wisst ihr noch? Gar keinen Bock drauf. Mother Fish. Digga, hast du mich erschrocken? Das ist doch der aus dem Restaurant. Du hast ihm gerade einen Herzinfarkt gegeben. Mir aber auch. Alter. Schade, dass ich meine Cam nicht mehr anhab. Ihr habt was zu lachen gehabt, aber ich glaube anhand des Bildes und der Mausverwackelung habt ihr alles sehen können. Ich verstehe, Einsamkeit kann dein Gehirn Tricks spielen lassen. Wie heißt du? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Digga, warum springst du denn so um die Ecke? Ich dachte, ich sag nur dem Neuen über dem... jeder gesprochen hat, hallo, nett dich kennenzulernen. Jeden Sonntag, ich versuche nur die Kommunikationslinien offen zu halten. Wir müssen uns versichern, dass jede Nachricht die richtigen Orte erreicht. Stimmst du nicht zu? Richtig, wir vertrauen auf Informationen über Feuersichtungen. Absolut, aber manche Feuer sollen brennen und keine Hänge an Verhinderung kann sich stoppen. Okay. Natur hat ihre eigenen Pläne. Ja, das stimmt. Manche Dinge können nicht kontrolliert werden, egal wie stark wir es versuchen. Manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen. Ein Weg für Land, sich selber zu reinigen. Ich sollte jetzt zurück zum Turm. Es ist so langsam spät. Wir sehen uns dann. Silas?
Ich habe eine gute Nacht. Ach so, hab eine gute Nacht, Jack. Hoffe, du schläfst gut. Aber denk dran. Neugier kann einem an Orte führen, an die man lieber nicht gehen sollte. Habt ihr verstanden? Digga. Der hat mich fertig gemacht. Echt jetzt. Der wollte mir eine klare Botschaft geben. Neugier kann uns töten, mit anderen Worten. Okay, Mann. Ich versuche das mal ein bisschen ordentlicher zu machen. I see the smoke coming out of your tower. Don't tell me you're not in there. Boah, ich bin hier drin. Wieso? Habe ich das Gegenteil gesagt? New guy. You there? Oh nein. Okay, es wird wahrscheinlich ausgehen. Es geht aus. Okay. Ich komme. Copy now. Finally. I've been trying to reach you for a while now. Where have you been? Bin runtergegangen, um Feuerholz zu holen. Ran into who? Wem? Dem Typen, der den Funkturm in der Nähe wartet. Dem Funkturm-Mitarbeiter in der Nähe. Es war gar keiner, siehst du? That radio tower's been out of service for ages now. It was closed down years ago after a lightning strike fried its systems. Its repair cost was deemed too costly. Na toll. Its repair date was postponed until the next big funding, which is no time soon, according to Mitch. Der ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Aber mit wem habe ich dann gerade gesprochen? Look, if what you're saying is true, it could be another one of those goons playing pranks on you. Listening? Either way, disguising as a staff member is strictly forbidden according to park guidelines. Sich als Angestellter auszugeben. Next time you see him, get his information or take a photo. We need to figure this out. Nächstes Mal, wenn du ihn siehst, frag einfach ein bisschen. Frag ihn ein bisschen aus oder mach ein Foto. Wir müssen das rauskriegen. Alles klar. Das wird echt spooky hier langsam. Wir müssen die Rollläden dicht machen. Ich habe jedes Mal Angst, die Tür aufzumachen, ne? Unheimlich, der ganze Scheiß hier. Und wachen wir in der Nacht auf? 100 Prone. Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeiten, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, waren noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. 2 Nächte später. You got it. You got a minute? Well, good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. Mitch wanted me to let you know. They say it's an important security update. Okay. No more snoopers, I guess. Danke für die Info. Okay, gucken wir mal.
Das war CHK oder so, ne? CHKUPD. Update found in totally filtering. Update for service reporting system. Okay, update for Rainbow OS. Security Patch Version 5468. Update Insta. Okay, da müssen wir Update eingeben. Please enter the update package code 434. 6084. Was? Serviceable Lines 1045 59. Busy Lines, please enter a active line. Achso, das sind verfügbar. Okay, nehmen wir 1045. 5987. 5487. Gut. Update complete. Ja, guck mal, direkt einen neuen Hintergrund. Heilige Scheiße. Das ist nicht gut. Never change a running system, meine Lieben. Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wir müssen bestimmt unten den Kanister auffüllen, oder? Deswegen haben wir keinen Strom mehr. Strom war aus. Was ist denn da hinten? Ich muss ja erstmal Strom anmachen. Es wird kalt und ich musste pinkeln. Achso, okay, dann können wir gleich hier unten gehen, ja. Oh, ist durchsichtig. Ah, ich sehe schon. Hier können wir uns verstecken irgendwann. Ach, Scheiße. Okay. Okay. Eine Woche später. Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Außer wenn ich selbst Gespräche führte. 2.34 Uhr am Morgen. We got another one. I know it's late, but you're gonna wanna see this one, Jack. Okay. Jack? Jack, I need you to wake up. You copy? Jack, you copy? Was ist passiert? I've been here busting my ass, working on that old piece of garbage generator. Während ich an diesem alten Generator arbeite. So, and now I'm seeing this. Und jetzt sehe ich das. See more smoke to my west. Looks like we got another camper. Sehe noch einen Rauch im Westen. Sieht aus, als hätten wir noch einen Camper. It appears to be in your sector. You see the campsite from your end? In meinem Sektor, war klar. Kannst du den Campingplatz von deinem Ende anschauen? Lucken wir mal. Fernglas bitte. Danke. You know what? I don't have to sit over away this time. Take your photos and IDs. If things get worse, don't hesitate to call HQ for help. Update me tomorrow morning. I'm gonna get some rest. Okay.
da hinten. Das ist doch so ein Kult, oder nicht? Alter. Beweise sammeln. Mach ein Foto. Okay. Nein! Oh! Wie sich alle umgedreht haben. Ach du Scheiße. Die sind alle weg? Okay. Nein, oder? Ich denke, ich sollte hier rein. Ich musste fliehen. Ja. Tschüss. Ich gehe ins Klo. Scheiße. Ja. Nein. Ich habe die Tür nicht sofort aufgekriegt. So ein Scheiß. Okay, nochmal. Ironbark. Aufgegeben. Eine Woche später müssen wir den Dialog nochmal machen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Connors Generator. Okay, okay, okay. Okay, wir müssen das Foto nochmal machen. Sah witzig aus, ne? Weil man so fotografiert und die gucken direkt rüber. Hä? Kann man hier auch mit Blitz fotografieren? Ja gut, muss man, ne? Aber... Jack, you got okay. Tell me about it. Seeing more smoke to my west. Looks like we got another game. Seeing more smoke to my west. It appears to be in your... Okay. Machen wir das mal. You know, I don't have it in me to deal with this crap. I don't... Das kennen wir. Wie die gleich gucken, müssen wir mal genau darauf achten, alle gleichzeitig. Hä? Warte mal, kann ich die Tür nicht jetzt schon aufmachen? Ja. Nein! Ist nämlich so schwer, die in dem Moment aufzumachen. Pass auf, und? Schaffe ich jetzt nicht mehr runterzukommen, oder? Schaffe ich nicht mehr. Ja.
Tür aufgegangen. Er ist weg, oder? Da ist er. Wir verpissen uns hier einfach. Der steht hinten am Haus. Run! Wie einer von euch steckt da mit drin. Verschlossen? What? Nein! Hallo? Das war der Karre, da. Als Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Park Ranger Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ans Hauptquartier. Hör zu, Jack. Wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer, das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, also in diesem Wald, ja. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe alles nur erfunden, das mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob recht oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig. Ich denke, das war's. Ja. Schön. Ganz gut gemacht. Das ist einfach gemacht, ne? Aber es sind eben so einfach nach erzählte Geschichten, in die man sich reinversetzen soll. Ja, entweder man kann das oder man kann es nicht. Aber ich fand es gemütlich, ich fand es schön. Besser kann man es meiner Meinung nach nicht umsetzen in so kurzer Zeit, ne? Denn die kommen relativ zeitnah immer raus, die Folgen. Ja. Hey Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr neu hier sein solltet. Darüber freue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr. Und bewertet mir das Video gerne mit dem Daumen nach oben. Auch hier sollte es euch gefallen haben. Na, war es das jetzt? Das war es tatsächlich, ja. So, und hier haben wir Episoden nochmal, ne? Ironbark, hier kommt das nächste bald. Geil. Spielzeit der Episode circa 2 Stunden. Was haben wir gespielt? Jo, wir sind jetzt knapp unter 2 Stunden. Du spielst die 4. Episode. Episode 5 kommt bald. Ja. Nice. Nochmals, meine Lieben, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssikowski. Und bis bald. Dinski.